Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute bi'idhnillah ta'ala in diesem Vortrag die wunderbare Geschichte von Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa arda erzählen. Und es ist in der Tat eine Geschichte, die einem sehr, sehr berührt, denn er war einer der großartigen Helden, für die man kein Drehbuch schreiben musste. Die heutigen Helden, die so im Fernsehen gesehen werden oder die Schauspieler sind, subhanallah, man hat Drehbücher geschrieben, damit sie wie Helden wirken. Aber wir reden über Helden, die in der Tat Helden waren, ohne dass nur ein Wort als Drehbuch für sie geschrieben wurde. Und es ist sehr traurig, dass manche Brüder und Schwestern sich viele Filme und Serien angucken und manche Leute sogar insgeheim beneiden und sagen, ach, wäre ich wie er. Und manchmal, subhanallah, sind das sogar Kuffar, über die sie reden. Einer möchte sein wie Robert De Niro, die andere möchte sein wie Uli Schmanzmaus oder was weiß ich, wie die alle heißen. Subhanallah, du hast die Möglichkeit, die Geschichten der Sahaba und der Sahabiyat, der großartigen Gefährten und der großartigen Gefährtinnen zu studieren und ihnen zu folgen. Denn Allah war mit ihnen zufrieden und sie waren mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Wähle aus! Willst du so sein wie jemand, mit dem Allah zufrieden ist? Oder willst du so sein wie jemand, mit dem Shaitan zufrieden war? Subhanallah. Willst du so sein wie jemand, mit dem Shaitan zufrieden ist? Liebe Geschwister, die Sahaba radiallahu anhum allgemein haben eine gewaltige Stellung im Islam. Und niemand kennt ihre Stellung außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr ein Geheimnis wissen wollt, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an. Er sagte, dass die Sahaba die reinsten Herzen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten. Und deswegen hat Allah sie erwählt, damit sie für diese Religion kämpfen. Reicht das nicht, um uns den Stellenwert der Sahaba zu demonstrieren? Reicht dir das nicht, dass du das Leben dieser Sahaba studierst? Subhanallah, stellt euch vor, dass man erwählt wird von Allah subhanahu wa ta'ala und manche Namen von Sahaba wurden im Koran erwähnt. Und wie viele Aussprüche, Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es über den Vorzug einiger Sahaba, liebe Geschwister. Allah azza wa jal, er hat sie zu einem Mittel gemacht, damit sie den Koran sammeln. Ja, den Koran, den du heute liest. Niemand anderes hat ihn gesammelt, außer die Sahaba radiallahu anhum. Wie schlimm und wie verdorben und wie schmutzig sind die Zungen derjenigen, die diese Sahaba nicht lieben. Diese Juhal, diese Unwissenden haben nicht mal eine Ahnung davon, dass das Buch Allahs, was sie heute lesen, von wem gesammelt wurde? Von den Sahaba radiallahu anhum. Und wir sagen ihnen, und wir bitten Allah Rechtleitung für diese Leute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch rechtleiten. Denn wenn ihr wirklich eine Stellung der Religion gibt, dann würdet ihr niemals die Sahaba hassen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zu einem Mittel gemacht, damit sie die Religion schützen, liebe Geschwister. Und Allah kann jeden von uns zu einem Mittel machen, damit er diese Religion schützt. Ey Wallahi, sie haben den Koran gesammelt und sie haben die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesammelt. Das ist ihre Stellung. Wir könnten heute keinen einzigen Hadith lesen, wenn wir wenig hätten die Sahaba radiallahu anhu. Wisst ihr, dass manche Sahaba aufgrund ihrer großartigen Stellung den Geruch des Paradieses gerochen haben hier in dieser Dunya? Wer waren sie? Und wir möchten heute einen dieser Sahaba bi'idhnillah ta'ala kennenlernen. Hört diese großartige Überlieferung in As-Sahihain, in dem Buch von Bukhari und Muslim, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Sa'd ibn Mu'adh
gesagt hat. Und den Hadith hat Jabir radiallahu anhu wa arda berichtet, liebe Geschwister. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, laqad ihtazza arshur Rahman li mauti Sa'd ibn Mu'ath. Allahu Akbar! Allahs Thron, der Thron des Allerbarmers, hat gezittert, hat gewackelt mit dem Tod von Sa'd ibn Mu'ath. Wer war dieser Mann? Was war sein Vorzug? Warum hat Allahs Thron? Und was lässt uns wissen, was der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist? Warum hat er gezittert? Liebe Geschwister, wenn wir alle sieben Himmel und alle sieben Erden zusammennehmen, und wie gewaltig sind sie? Sie sind im Vergleich zum Kursi, zum Schemel, nur wie ein Ring in der Wüste. Das ist ihre Größenordnung. Sie sind im Vergleich zum Schemel. Und wir meinen alles zwischen Himmel und Erde. Und die sieben Erden und die sieben Himmel, alles zusammengenommen ist im Vergleich zum Kursi, zum Schemel, nicht zum Thron. Wie ein Ring in der Wüste. Und alles zusammengenommen, einschließlich des Schemel, des Kursi, gegenüber den Arsch, gegenüber den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, ist nochmal wie ein Ring in der Wüste. Dieser Thron hat gezittert. Von Ar-Rahman! Was war der Auslöser? Sa'd ibn Mu'ad ist gestorben. Manche Gelehrte sagen, er hat deswegen gebebt und gezittert. Sie sagen, farahan biqudumi ruhi Sa'd ibn Mu'ad, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich gefreut hat, dass die Seele von Mu'ad zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Allahu Akbar. Deswegen hat dieser Thron gebebt, liebe Geschwister. Und es gibt auch andere Aussagen von den Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen großartigen Sahabi in das höchste Paradies eingehen lassen. Al-Dhahabi rahimullah ta'ala sagte, Sa'd ibn Mu'ad ist durch Mus'ab ibn Umair zum Islam gekommen. Und wir werden inshallah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah uns Leben gibt, ein Seminar machen, wo wir nur die Geschichten der Sahaba erzählen, wie diejenigen, von denen wir wirklich etwas erfahren sollten, liebe Geschwister. Möge Allah uns Leben geben, damit wir dieses erfahren. Liebe Geschwister, Sa'd ibn Mu'ad war ein Muschrik, wie die vielen Götzendiener in seiner Zeit. Er hat ebenso Götzen angebetet, wie die anderen auch. Das war so Brauch gewesen in der Zeit der Jahiliyyah. Man hatte viele Götter, die man angebetet hat. Aber der Muslim, er betet nur einen einzigen Ilah an, nur einen einzigen Ilah, und er reicht ihm. Ey Wallah, er hat ihn nicht gesehen, der Gläubige. Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat seine Zeichen gesehen. Und dadurch, dass er die Zeichen Allahs in dieser Welt gesehen hat, ist er sich sicher, nein, sehr sicher, dass Allah existiert. So wie ein Wüstenaraber, der gläubig war, er hat etwas Kot in der Wüste gesehen, dann hat er es in die Hand genommen und er sagt, wahrlich, dieser Kot deutet darauf hin, dass hier ein Kamel war, dass hier ein Maultier war, das diesen Kot hinterlassen hat. Wie kann dieser Kot dorthin kommen, wenn es kein Maultier gibt? Und wenn du die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala siehst, dann weißt du, es gibt einen Schöpfer. Oder hat jemand den Mond mit einem Fahrstuhl hochgeschickt? Oder die Sonne mit einem Helikopter? Wer hält sie oben? Wer hält den Mond oben? Er ist doch ein Körper. Wer hält den Himmel oben? Und er ist ein Körper. Warum bricht dieser Himmel nicht über unsere Köpfe zusammen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samaa' bila umud. Allah hat diesen Himmel erschaffen ohne Säule. Ein Körper fällt runter, liebe Geschwister, wenn Allah will. Wenn Allah dieses Gesetz zulässt, wenn nicht, dann nicht. Das ist Allah. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Und wenn Allah eine Sache entscheidet, beschließt, festlegt, dann sagt er einfach, sei,
und so wird sie und nicht anders, als wie Allah sie festgelegt hat. Allah, reicht er dir nicht? Die Götzendiener haben mehrere Götter gehabt und sie haben ihre Götter verteilt, damit sie sie immer in der Nähe hatten. Subhanallah. Allah ist mit den Gläubigen. Einmal in der Höhle, als Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, mit wem zusammen war? Mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da war es beinahe so gewesen, dass die Götzendiener sie gesehen haben. Und sie haben nach ihnen gejagt, weil sie wollten sie umbringen. Sie wollten die Botschaft Allahs auslöschen. Denn das war eine schwere Botschaft. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden dir schwere Worte offenbaren, hat Allah dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran gesagt. Das bedeutet, diese Botschaft, sie ist groß und sie ist gewaltig, liebe Geschwister. Diese Botschaft verändert die Welt, verändert die Menschen, verändert das Zusammensein unter ihnen. Ey Allah, weil das die Botschaft Allahs ist und diese Botschaft schafft Frieden. Und diese Botschaft, sie verhindert Hass und sie verhindert Neid und sie verhindert Krieg. Aber die Leute, sie wollen dieses leider entgegen dem, was der Islam uns beibringt. Möge Allah diese Menschen recht leiten. Liebe Geschwister, wir haben einen großartigen Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, als Abu Bakr as-Siddiq mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle waren und die Mushrikin, die Götzendiener, sie beinahe gesehen haben, da hat Abu Bakr dann angefangen zu zittern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Abu Bakr, la tahzan, inna Allah ma'ana. O Abu Bakr, sei nicht traurig, wahrlich, Allah ist mit uns. Du brauchst keine Götze neben dir. Allah ist mit dir. Allah sieht und er hört. Liebe Geschwister, Allah schickte Musa alayhi salam mit seinem Bruder Harun zu Pharaon. Musa hat Angst gehabt. Er hat ihm gesagt, ja Allah, was wird Pharaon mit mir machen? Er hat Angst gehabt, eine natürliche Angst, weil Pharaon war dafür bekannt, dass er niemanden verschont hat, der sich nicht ihm angeschlossen hat und der ihn angebetet hat. Walayyadu billah. Qala ana rabbukumul a'la. Er sagte Pharaon, ich bin euer allerhöchster Herr. Hat Allah ihn sofort bestraft? Nein. Allah hat es nicht nötig, sofort zu bestrafen. Wenn Allah sich sofort rächen wollte, hätte er uns schon alle vernichtet. Aber er hat einen Zeitpunkt festgesetzt. Jedem hat er diesen Zeitpunkt festgesetzt, weil vielleicht kehrt er in aufrichtiger Reue um. Und Allah nimmt sogar seine Reue an, obwohl er so Übles vorher gemacht hat. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Subhanallah, schaut mal. Allah war mit Musa und Harun. Sie sind zu Pharaon gegangen. Und normalerweise hätte dieser Verbrecher sie getötet. Aber hat Allah es zugelassen? Nein. Deswegen, wer kann ein besserer Beschützer für dich sein, außer Allah? Wenn heute einer zutage herausgeht, wie ein Politiker oder wie ein Schauspieler oder wie eine Person, der eine Stellung in der Gesellschaft hat, dann hat er einen Bodyguard mit sich. Und durch diesen Bodyguard, der 2 Meter groß ist, vielleicht auch 2,50 und 3 Meter breit ist, fühlt er sich gleich sicher. Er fühlt sich sicher in der Anwesenheit des Bodyguard. Und wir fühlen uns sicher mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Bodyguard, den sieht man vom Mond nicht, auch wenn er 5 Meter breit wäre. Ja Allah, wen willst du? O Abu Bakr, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Allah wird uns beschützen. Niemand kann uns was tun, wenn Allah es nicht zulässt. قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nichts wird uns passieren, außer was Allah für uns geschrieben hat. Habt ihr das nicht gesehen? Manchmal fliegt ein Kleinkind vom 8. Stock herunter. Er hat nicht mal eine Schramme. Warum? Und manchmal fliegt einer vom 1. Stock runter. Er ist tot. Nichts passiert uns, außer was Allah für uns geschrieben hat. Manchmal siehst du ein Gebäude oder ein Flugzeug. Alle Passagiere sterben in diesem Flugzeug, außer eine Person. Warum sind sie gestorben? Sie haben doch denselben Sturz erlebt.
Sie waren im selben Flugzeug mit demselben schlechten Piloten. Aber alle sind gestorben, bis auf eine Person, weil Allah für dich was geschrieben hat. Als damals das Erdbeben in Haiti war, möge Allah diejenigen, die gläubig waren und Muwahidun waren, die einzig Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, sie als Shuhada sterben gelassen haben. Als dieses Erdbeben damals gewesen war, liebe Geschwister, da hat man eine Person ausgegraben, hört zu, nach 5 Tagen nein. Nach 10 Tagen nein, nach 15 Tagen nein, nach 20 Tagen nein, nach 3 Wochen wurde diese Person ausgegraben. Ohne Essen und ohne Trinken. Wer hat diese Person am Leben erhalten? Okay, jetzt werden wir mal etwas denken, wie die Denker unserer Zeit. Das geht nicht. Nach 3 Tagen stirbt der Körper. Das geht wirklich nicht. Doch, bei Allah geht alles. Und diese Wörter, die du sprichst, die gehen wirklich nicht. Alhamdulillah, wir sind Gläubige. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen verstehen wir die Welt besser als die anderen, liebe Geschwister. Subhanallah, Sa'd ibn Mu'adh war ein Jahil, war ein Unwissender, wie jeder andere auch. Denn nur ein Unwissender betet andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Aber wenn Allah Rechtleitung schenkt, wallahi, den hat er wahrlich viel Gutes gegeben. Und Mus'ab ibn Umair war einer der Gründe, bi'idhnillah, dass Sa'd ibn Mu'adh zum Islam gekommen ist. Stellt euch nur mal vor, Sa'd hat sowieso die frohe Botschaft bekommen, dass er im Paradies ist. Wie viel Lohn hat er bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten? Denn Sa'd ibn Mu'adh steckt im Lohnbuch von Mus'ab ibn Umair. Allahu Akbar. Wallahi, manchmal bringst du eine Person zum Islam und sonst keine andere außer dieser Person. Redet mit jedem. Ruft die Leute zum Islam, denn du weißt nicht und denke nicht für die Leute. Weil wir haben heute das Problem, dass manche Leute sagen, ach, der wird bestimmt nie wollen. Subhanallah, kennst du sein Herz? Nee, ich glaube nicht. Der geht manchmal in die Disco. Ja und? Du warst an schlimmeren Orten als in der Disco. Niemals selber überlegen, liebe Geschwister, sondern hingehen und mit ihnen reden. Wallahi, ich habe einmal eine Person gesehen, ich habe mich so gewundert, dass ich ihn in der Moschee gesehen habe. Und ich habe mich so geärgert. Ich habe gesagt, Subhanallah, eine andere Person ist mir zuvor gekommen. Und von dieser Person hätte ich nicht mal gedacht, nicht nur, dass sie in die Moschee kommt, dass sie in der Stadt nur nahe kommt, wo eine Moschee ist. Aber Allah macht, was er will, liebe Geschwister. Deswegen redet mit den Leuten und ruft sie zum Islam auf gute Art und Weise. Sa'd ibn Mu'adh, liebe Geschwister, er war ein junger Mann von 30 Jahren, als er in den Islam hereingekommen ist. Und er gehörte zu dem Stamm von den Ansar. 30 Jahre alt war Sa'd ibn Mu'adh, als er in den Islam hereingekommen ist. Und nur 6 Jahre später ist er gestorben. Allahu Akbar, er hat nur 6 Jahre im Islam verweilt. Und der Thron Allahs hat gebebt, als er zu ihm zurückgekommen ist. 6 Jahre? In 6 Jahren kann man so viel schaffen? Ey Wallah. Liebe Geschwister, es spielt keine Rolle, wie lange du Taten gemacht hast, sondern es spielt eine gewaltige Rolle, welche Taten du gemacht hast. Fragst du dich manchmal die Frage, und jeder mit Sicherheit fragt sich diese Frage, ob du überhaupt das Paradies erreichen kannst. Denn du weißt selber, welch üble Taten du vorher gemacht hast. Du weißt das. Du weißt, dass du Alkohol getrunken hast. Jahrelang, vielleicht jahrzehntelang. Du weißt, dass du so viel an Zina gemacht hast. Dass du alles gemacht hast, was den Zorn Allahs über dich hervorgerufen hat. Du weißt das. Du weißt, dass du gestohlen hast. Du weißt, dass du gelogen hast. Du weißt, dass du unter den Menschen Unheil gestiftet hast. Niemand weiß das besser, außer dir selber. Und Allah weiß über uns Bescheid. Aber jetzt hast du dich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Aber ich habe noch alle meine Sünden in meinem Kopf. Sie schwirren umher und dadurch habe ich manchmal die Frage, werde ich überhaupt in das Paradies kommen können,
nachdem ich so viel Übles gemacht habe? Oder einer, der das höchste Paradies begehrt, er fragt sich, werde ich überhaupt für das Allah erreichen? Das allerhöchste Paradies, Allahumma ja'alna min ahliya, möge Allah uns unter ihren Bewohnern machen. Wie viele Taten muss man denn machen, um das Paradies zu bekommen? Wie viele Taten? Wallahi, lieber Bruder und liebe Schwester, und möge Allah uns hier und in Jannah zusammenführen. Ich sage dir, auch wenn du ab heute eine aufrichtige Reue gegenüber Allah, pass auf die Wörter auf. Ich meine eine aufrichtige Reue, denn viele unter den sogenannten Gläubigen, sie haben so viele Sünden, für die sie nicht bereut haben. Emma's Boot, viele Sünden stehen in unserem Buch, für die haben wir noch nicht bereut. Wir wissen, dass wir noch nicht für sie bereut haben, aber die Frage ist, auf was wartet man? Auf den Todesengel? Wallahi, wenn der Todesengel zu dir kommt, wisst ihr, wie der Zustand sein wird? Du wirst in diesem Moment alle Sünden über deinen Kopf schweben sehen. Und dadurch, dass du so viele Sünden hast, und du hast sie gemacht, denn Allah ist nicht ungerecht, so wird vor deinem Tod dir dieses Bild gegeben, dass du alle Sünden vor dir siehst und dadurch liebst du nicht die Begegnung mit Allah. Und wenn du die Begegnung mit Allah nicht liebst, dann wird er auch nicht die Begegnung mit dir lieben. Du liebst die Begegnung nicht mit Allah. Subhanallah. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana. Wahrlich diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns wollen, die vor unserer Begegnung wegrennen, bloß keine Abrechnung, bloß nicht zurück zu Allah. Wir wissen, was uns erwartet, wir möchten nicht zu ihm zurück. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Waliyadu billah. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Derjenige, der die Begegnung, das Zusammentreffen mit Allah liebt, so liebt Allah die Begegnung mit ihm. Du weißt, dass du viele Sünden auf dem Buckel hast. Deswegen bereue. Eine aufrichtige Reue. Und subhanallah, nachdem du diese aufrichtige Reue hast, ich bin immer noch bei dem Satz, ob du zu den Besten gehören kannst, nachdem du eine aufrichtige Reue gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hast und nur ein paar gezählte Tage Gutes getan hast, so kannst du das höchste Paradies erreichen. Sa'd ibn Mu'adh, 6 Jahre Muslim, der Thron von Allah hat gebebt. Hat er bei jedem Sahabi gebebt? Nein. Liebe Geschwister, wallahi, mache dir keine Gedanken darum, dass du nur 10 oder 100 oder 200 Tage noch zu leben hast, sondern kümmere dich um deine Taten, die du jetzt in dieser Zeit alle noch verrichten kannst, solange Allah dir Leben gegeben hat. Denn eine Tat ist nicht wie eine Tat. Einer möge vielleicht am Tag 100 Rak'a beten. Der hat sie gebetet. Und ohne Khushu, ohne Demut, sondern einfach nur wie eine Art Roboter. Zack, 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 zack. Das war seine ganze Ibadah. Ein anderer hat nur 2 Rak'atain gebetet, aber sie haben ihn in das höchste Paradies befördert. Allahu Akbar. Liebe Geschwister, das hat zu tun mit unserem Herzen. Viele machen Ibadat. Kennt ihr nicht Leute, die beten und fasten und zum Hajj pilgern? Aber, wal'iyadu billah, sie verkaufen Drogen. Und sie üben Unrecht aus. Und man mag sie irgendwie nicht treffen, diese Leute. Das Salamu alaikum kommt nur sehr schwer über diese Lippen. Weil sie nur Unheil verbreiten unter den Muslimen. Indem sie lästern, indem sie Namima machen. Und sie wollen, dass Feindschaft unter den Leuten entsteht. Es gibt diese Leute. Aber für uns ist nur wichtig, liebe Geschwister, dass wir versuchen, zu denjenigen zu gehören, die nicht so sind, sondern die, auch wenn sie wenige Taten machen, gute, qualitative Taten machen. Allah sagt im Koran, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, niemand anderes hat sie erschaffen außer Allah, damit er von euch prüfe, wer die besten Taten macht. Die Gelehrten sagen, die besten Taten sind nicht die meisten Taten, sondern die besten Taten. Du machst diese Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala, nur für sein Angesicht, und das ist nichts Selbstverständliches. Wie viele Taten stehen in unserem Buch, die wir für andere gemacht haben, außer für Allah subhanahu wa ta'ala? Du machst diese Tat nur für Allah und nach der Weise deines Lieblings und des Lieblings jedes Gläubigen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wie er es dir beigebracht hat. Bete so, wie du ihn beten gesehen hast. Mache die Hajjriten so, wie er sie dir gezeigt hat. Niemand anderes ist dein Vorbild, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qualitative Taten, gute Taten, wenn du sie machst, dann kann Allah dich in das höchste Paradies eingehen lassen, liebe Geschwister. Wallahi, deine vielen Sünden früher, vergiss sie, wenn du bereut hast. Dann vergiss diese Sünden und beschäftige dich ab jetzt mit guten Taten. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, war er nicht ein Ungläubiger vorher gewesen? Und noch mehr, er hat seine Tochter lebendig begraben. Ihr müsst euch vorstellen, dein Kind, und jeder, der ein kleines Kind hat, wallahi, der versteht, was wir sagen. Dein kleines Kind, du tust es rein in das Grab. Und es guckt dich an mit traurigen Kulleraugen. Und dieses Kind ist schwach und kann nichts tun. Und dieses kleine Mädchen hat Umar ibn Khattab noch am Bart gezogen. Er hat sie lebendig begraben. War das eine Tat, die Allah geliebt hat? Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, als er noch kein Muslim war, er war ein Feind des Islam. Aber ein paar Tage später war er Amir al-Mu'minin, der Fürst der Gläubigen. Das ist unsere Religion. Die Frage ist nicht, was du vor deiner Reue gemacht hast, sondern was du danach gemacht hast. Die Frage ist nicht, was du vor deiner Reue gemacht hast, sondern was du danach gemacht hast. Und du kannst, egal welches Leben du vorher gehabt hast, die besten Stufen bei Allah erreichen, die Märtyrer und andere Gläubige erreichen. Subhanallah, liebe Geschwister, schaut mal, als Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anh gestorben ist, kam die Mutter weinend. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie gesehen. Er sagte, لا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمة. Er sagte zu ihr, weine nicht so viel um deinen Sohn und sei nicht traurig, denn wahrlich, dein Sohn, als er gestorben ist, er war der Erste, den Allah subhanahu wa ta'ala zugelacht hat, und der Arsch, der Thron hat gebebt wegen ihm. Allahu Akbar. Allah hat sich gefreut auf seine majestätische Art und Weise. فَإِنَّ إِبْنَكِ أَوَّلُ مَنْ دَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Kann es sein, dass man so eine gewaltige Stellung bei Allah erreicht? Ey wallah, mit Aufrichtigkeit ist dieses machbar, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah, als Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anh gestorben ist, da haben die Heuchler etwas gesagt. Sie haben seine Janaza gesehen, sein Totengebet, und sie haben gesagt, Subhanallah, sie sagten, قال المنافقون ما أخف جنازته. Wie leicht ist seine Janaza, das heißt, niemand war da. So gut wie niemand war bei der Janaza von Sa'd ibn Mu'ad. Und sie haben gesagt, ach, wie leicht ist diese Janaza. Niemand ist da bei ihm. Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, innal malaika kanat tahmilu, wahrlich, die Engel haben ihn getragen bei der Janaza.
Allahu Akbar. Die Engel haben ihn getragen bei der Janaza. Und in einer anderen Überlieferung, er sagte, هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضم ثم فرج عن. Und wahrlich, das ist derjenige, aufgrund dessen der Thron Allahs gebebt hat und der Himmel hat sich geöffnet für ihn, als er gestorben ist, und 70.000 Engel haben seine Janaza begleitet. Allahu Akbar. Und im Grab wurde er etwas eingedrückt, aber dann wurde er wieder davon entlastet. Liebe Geschwister, 70.000 Engel bei einer Janaza, weißt du, was das bedeutet? Das Bittgebet eines Engels ist angenommen. Das Bittgebet eines Engels ist angenommen. 70.000. Wer möchtest du, dass bei deiner Janaza ist? Wer möchtest du, der bei deiner Janaza anwesend sein soll? Ein Alkoholiker? Der sagt, ja, Allah, bitte bring ihn ins Paradies. Oder einer, der noch die Spritze in der Hand hat und Dua für dich macht. Wirst du, dass solche Leute für dich bei der Janaza sind? Oder eine Person, dessen Freundin draußen wartet, er sagt, warte, ich gehe nur schnell das Totengebet beten und dann komme ich gleich wieder. Sarah, mach dir so lange Lippenstift auf die Lippen. Ich komme gleich wieder. Wirst du, dass der für dich bittet? Oder lieber Engel? Was ist dir lieber? Liebe Geschwister, wir wissen, dass wenn der Mensch stirbt und er in sein Grab getan wird, dann wird es ein leichtes Drücken geben. Ein leichtes Drücken geben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das Hadith an Aisha radiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال إن للقبر ضغطا ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد ابن معاذ. Denn wahrlich, im Grab gibt es ein Drücken. Wir kommen dazu. Und wenn überhaupt jemand dieses Drücken nicht erlebt hätte, dann wäre es Sa'd ibn Mu'ad. Aber hat er es trotzdem erlebt? Er hat es trotzdem erlebt. Was ist dieses Drücken? Manche Gelehrte sagen, die Weisheit von diesem Drücken ist, woraus stammen wir ursprünglich aus? Aus Erde. Und wir kehren wieder zurück zur Erde. Und die Erde, wenn wir wieder in ihr hereingelegt werden, dann ist es so, wie eine Mutter ihr Kind drückt, weil sie es wieder hat. Weil sie es wieder zurückbekommen hat. Für den Gläubigen, nicht für den Kafir. Und nicht für den sündigen Muslim, liebe Geschwister. Wir reden hier über den Gläubigen. Jeder wird gedrückt im Grab, aber nicht für jeden wird das leicht sein, dieses zu ertragen. Die Gelehrten sagen, dieses Drücken ist voller Liebe und Zärtlichkeit und es wird den Gläubigen keinen Schaden verursachen. Es wird keinen Schaden verursachen. Aber manche Gelehrte sagen auch, doch, man wird etwas gedrückt und es wird wehtun, aber entscheidend ist die Länge, wie lange das dauert. Denn bei dem Gläubigen wird es nicht so sein wie bei dem Kafir. Auf jeden Fall, Sa'd ibn Mu'ad radiallahu an, hat diese geehrte Stellung gehabt, liebe Geschwister. Und Wallahi, auch wenn es einige wenige Worte waren über diesen großartigen Sahabi, und wir müssen wissen, leider gibt es viele unauthentische Überlieferungen in den Geschichten, und ich habe hier versucht, und Allah ist mein Zeuge, mich nur auf den authentischen Überlieferungen zu beschränken, und sie waren genug, um unser Herz zu bewegen. Sie waren genug, um unser Herz zu bewegen. Wir brauchen keine schwachen Überlieferungen, sondern, liebe Geschwister, Wallahi, derjenige, der ein gläubiges Herz hat, der hat eine Sache verstanden aus der Geschichte von Sa'd ibn Mu'adh. Er war nur einige wenige Jahre im Islam, aber er hat eine Stellung bei Allah erreicht, die manche Gläubige nicht mal nach 50 oder 70 oder 90 Jahre Praktizierung erleben. Richtig? Und das war die Stellung von Mu'adh. Deswegen bleibt hier nur eines. Was machst du mit deiner Zeit?
Was tust du in den Tagen, wo jeder Moment dein letzter sein könnte? Was tust du für Allah? Lästern? Fitna? Oh, mashallah. Bezüglich der Fitna sind die Brüder und Schwestern immer sehr schnell. Ah, schau mal, der hat über den das gesagt und der Prediger hat über den das gesagt und der... Und die ganze Zeit verlieren sie ihre Zeit. Aber zum Schluss haben sie nichts davon. Zum Schluss haben sie verloren. Außer den Sünden, die sie sowieso zu tragen hatten bei den Gesprächen, die sie geführt haben. Liebe Geschwister, Wallahi, es ist bald so weit, wenn wir sterben werden. Warum tust du nicht alles, was du kannst für Allah subhanahu wa ta'ala, damit du unter den Glücklichen gehörst am Tage der Auferstehung? Denn wenn du in das Paradies eingegangen bist, möge Allah uns alle unter diesen Paradiesbewohnern schreiben, Wallahi, du wirst alle Anstrengungen vergessen, die du hier in dieser Welt gehabt hast. Weil im Paradies gibt es nur noch Ausruhen, denn du hast dich hier schon genug abgemüht. Also sollst du dich im Paradies lange erholen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.